Unser heutiges Interview der Woche hat uns nach Spielberg geführt. Bei mir begrüße ich den Hausherrn und Kulturamtsleiter Rudi Weisenbacher und Gottfried Reier. Danke, dass ihr beide heute die Zeit für unser Gespräch gefunden habt. Bevor wir jetzt auf den Grund unseres Treffens genauer zu sprechen kommen, würde mich und natürlich auch die Zuseher interessieren, wie steht ihr beide denn in Verbindung zueinander? Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, der Rudi und ich kennen uns schon eine Ewigkeit in dem Sinn, weil ich bin ja auch Obersteirer, ich komme aus Neumarkt. Rudi und mich haben erstmals die Wege zusammengeführt im Landesjugendreferat Steiermark, wo wir gemeinsam in der Jugendzentrumszeit, wo der Rudi Jugendzentrumsleiter in Spielberg war und ich im Landesjugendreferat für Jugendinitiativprojekte, Gewaltprävention, Antirassismusprojekte tätig war. Da haben uns erstmals die Wege zusammengeführt und wir haben von Anfang an uns gut verstanden und ist eine Freundschaft entstanden, die eigentlich seitdem bestehen geblieben ist. Und der Rudi hat immer schon eine Handschlagqualität gehabt und das habe ich an den Rudi sehr geschätzt und schätze ich heute noch. Ihr habt doch schon öfter zusammengearbeitet? Naja, in der Zeit, wo wir Jugendzentren in der Steiermark gegründet haben, also wir haben in Spielberg das größte Jugendzentrum und modernste Jugendzentrum gebaut unter den damaligen Bürgermeister Siegwald Zeller, war nicht einfach, damals waren ja die Jugendzentren, wie du dich erinnern kannst, Drogenzentrum, Alkoholzentrum und. Ja, der Gottfried war auch für mich eine sehr große Hilfe, eine Anlaufstelle für dieses Jugendzentrum und wir haben dann miteinander dieses Zentrum, dieses Jugendzentrum in Spielberg aufgebaut und haben dann das auch miteinander geschafft, dass auch die anderen Gemeinden, so wie Zellweg und Jungburg, Interesse gezeigt haben, wie so ein Jugendzentrum funktioniert und nach einigen Jahren haben auch diese Gemeinden für die Jugend und jetzt auch Jungburg, das was ja noch besteht, Jugendzentren gebaut und das war einer meiner schönsten Zeiten, weil die Aufbauarbeit sehr schwierig war. Aber mit Hilfe von Gottfried und dem Landesjugendreferat damals mit dem Peter Scheimgraf hat das toll geklappt und ich möchte diese Zeit absolut nicht missen und möchte auch sagen, dass der Gottfried unglaubliche Handschlagqualität hat, die möchte ich auch nicht missen und er hat es heute noch. Jetzt gibt es ein gemeinsames Projekt, an dem ihr arbeitet. Das ist auch der Grund, warum wir heute da sitzen. Zum einen gibt es ja dieses Voices of Spirit. Das ist ein internationales Chorfestival, das am 6. und 7. Dezember in Graz stattfinden wird. Gottfried, erzählen Sie mal ein bisschen mehr, was steckt da genau dahinter? Ja, hinter dem Festival Voices of Spirit, initiiert eigentlich vom Alex Pfleger, von meinem Freund, den ich auch aus meiner Jugendzeit her noch kenne, gemeinsam mit dem Alfred Todin vom Steirischen Chorverband und mit dem Franz Herzog, Leiter des Steirischen Landesjugendchors, viele, viele Jahre erfolgreich ausgezeichneter Jugendchor, ist die Idee entstanden im Zuge des Grazer Advents, ein internationales Chorfestival auf die Füße zu stellen. Es sind hier Chöre dabei, die aus Italien, aus Slowenien, aus Deutschland und Österreich kommen, unter anderem sehr viel auch steirische junge Chöre und unter anderem als Highlight auch dann der Soweto Gospel Chor. Dieses Event erstreckt sich über zwei Tage, 6. und 7. Dezember in Graz, beginnend in der Maria-Hilfer-Kirche um 20 Uhr am 6. Dezember, aber auch mit Auftritten im Landhaushof und am 7. Dezember in der Listhalle mit einer Mittagsmatinee und mit dem Konzert vom Soweto Gospel Chor in der Listhalle. Und darüber hinaus wird Graz in eine, Graz ist ja die heimliche Chorhauptstadt der Welt, die World Choir Games, die European Choir Games, Vokal total, also Graz ist nicht nur Kulturhauptstadt, Menschenrechtsstadt, sondern auch die heimliche Chorhauptstadt Österreichs, werden viele, viele Chorstimmen werden Graz zum Erklingen bringen. Jetzt ist ja das Highlight, was du gesagt hast, unter anderem der Soweto Gospel Chor. Rudi, da kommst jetzt wieder du ins Spiel, denn nicht nur in Graz kommt man in den Genuss, den Chor zu hören, er kommt auch nach Spielberg. Wie groß ist die Freude darüber? Naja, der Genuss, dass der Soweto Chor nach Spielberg kommt, war eigentlich ein Zufall. Ich habe die kleine Zeitung gelesen, ich will jetzt keine Werbung machen von einer Zeitung oder von Medien, und dort drinnen habe ich ein Büdel gesehen von Gottfried, denn was ich ja schon lange nicht mehr gesehen habe, weil wir uns auch aus den Augen verloren haben beruflich, und von Alex Pfleger und habe da gelesen, dass dieser Weltchor gastiert im Rahmen einer Welttournee und auch in Spielberg. Ich war sehr verwundert, weil ich selbst nichts gewusst habe, dass dieser Chor zu uns kommt, weil ich an und für sich unsere Veranstaltungen mit meinen Kulturreferenten schon vorher, ein halbes Jahr vorher, plane. Aber gut, jetzt habe ich den Gottfried Reier angerufen, ich habe einmal zwei Tage gebraucht, bis ich seine Nummer gefunden habe und habe gesagt, das ist ja nett, dass du an mich denkst, aber ich weiß nichts davon.
Ja, und so wie es halt ist in diesem Geschäft, man hat Vertrauen und dieses Vertrauen habe ich noch immer. Und mit dem Gottfried und mit dem Alex haben wir dann gesagt, okay, wir machen das. Sie haben mich überzeugt und der Chor soll wirklich einmalig sein. Ich habe ihn leider noch nicht gehört live, aber ich bin mir überzeugt, dass das eines der größten Highlights wird, nicht nur in diesem Jahr, sondern im 20-jährigen Bestehen, das wir nächstes Jahr feiern, Kultur im Zentrum. Und ich persönlich freue mich wirklich schon sehr und bedanke mich bei meinen beiden Freunden, dass dieser Chor bei uns in Spielberg spielt. Also die Erwartungen sind sichtlich groß. Gottfried, bei Voices of Spirit, das ist ja nicht nur jetzt ein Festival, sondern man kann da auch aktiv daran teilnehmen. Es gibt ja auch Workshops, glaube ich, mit Chören. Wie läuft das genau ab? Ja, wir haben ja den Leiter, den Chorleiter vom Soweto Gospel Chor, beziehungsweise auch von Gregis Beck. Gregis Beck ist ein deutscher Jugendchor, der erfolgreichste europäische Jugendchor schlechthin. Die beiden Chorleiter gemeinsam mit dem Franz Herzog und mit dem Steirischen Chorverband werden auf der Musikhochschule einen Workshop durchführen, der die Möglichkeit bietet, den ganzen Tag über sozusagen sich aktiv zu beteiligen und darüber hinaus die Möglichkeit bietet, am Abend dann gemeinsam mit dem Soweto Gospel Chor im Landhaushof bzw. auch bei anderen Konzerten aktiv zu werden und dort das Erlernte sozusagen auch auszuüben. Wir sind schon ganz gespannt, der Chor-Workshop ist sehr gut gebucht mittlerweile. Und es ist die Stimmung auch schon sehr gut, was die anderen Konzerte anbelangt und wir freuen uns schon irrsinnig, vor allem der Soweto Gospel Chor ist ja zweifacher Grammy Award, zweifacher Emmy Award Gewinner, ist Oscar nominiert und steht mit Größen wie mit den Red Hot Chili Peppers, mit Shakira, mit Elton John und dergleichen auf der Bühne und hat 2010 ja die Fußball-WM in Südafrika eröffnet. Also er ist der weltbeste Chor. Und wir freuen uns, dass wir ihn in der Steiermark zu Gast haben dürfen. Alex Pfleger hat ihn voriges Jahr erstmalig in die Steiermark geholt, hat mich gefragt, ob ich da mir vorstellen könnte, mitzutun. Und ich war sofort überzeugt davon und gesagt, ja klar, da mache ich mit. Und das hat super funktioniert. Wir waren voriges Jahr im Stefanin so innerhalb von 3 Wochen ausverkauft. Wir sind auch in Spielberg fast ausverkauft. Wir haben noch einige Restkarten, ich glaube an die 50 dergleichen. Wir haben noch einige VIP-Karten für Spielberg, die wir auch noch loswerden wollen. Da gibt es Brötchen und Sekt dazu. Auch hier gibt es noch die Möglichkeit, über das Kulturamt hier beim Rudi Weisenbacher die Karten zu bestellen. Okay. Rudi, jetzt ist der Soweto Gospel Chor natürlich nur ein Highlight von vielen in Spielberg. Worauf dürfen wir uns denn im Herbst noch freuen? Naja, die Saison geht dem Ende zu, aber wir haben noch natürlich außer diesem Soweto Chor noch 2 ganz große Highlights. Wir haben am Samstag, den 22. November, die Premiere da mit Andy Lee Lang und seiner ausgezeichneten Band, die Elvis Presley Show, die erstmals hier bei uns in Spielberg stattfinden wird. Und dann gibt es noch am Freitag, den 5. Dezember, die brandneue Show Der Seher. Start heißt dieses Programm, das ausschließlich nur in 3 Hallen in ganz Österreich gespielt wird. Ist eine reine Unplugged-Geschichte. Die Seher spielen erstmals bei uns bei Bestuhlung und ist der Kartenandrang auch so groß wie bei den Soweto Gospel Chor. Und wir freuen uns natürlich auf beide Konzerte für uns. Ein bisschen Stress, weil wie gesagt am Freitag die Seher eine große Veranstaltung ist und am Samstag dann das Soweto Chor, ist ziemlich viel zu tun, ja. Okay. Kultur und Musik spielt ja in eurer beider Leben eine sehr wichtige Rolle. Warum ist das eigentlich so? Woher kommt diese Leidenschaft? Ja, meine Leidenschaft war schon eigentlich schon viele Jahre in meiner Jugendzeit da. Ich habe schon immer mit jungen Bands gearbeitet, gemeinsam mit dem Rudi eigentlich. Und die Affinität zu Afrika, ich war lange Jahre tätig in der Caritas, aber auch habe immer schon afrikanische Freunde gehabt. Ich habe selber ein Schulprojekt in Nigeria aufgebaut und ich habe eine sehr starke Affinität immer gehabt zu Afrika, vor allem zur Musik, zur Lebensweise, die Fröhlichkeit der Afrikaner, die Unbekümmertheit und einfach das Temperament der Afrikaner. Und das ist das, was mich immer schon begeistert hat. Und ich habe viele Musikgruppen, Bekannte, die in Graz beheimatet sind oder auch in Wien, immer wieder begleitet und habe ihnen Auftrittsmöglichkeiten organisiert. Und der Alex Pfleger, der ja auch Afrika-Erfahrung hat, Alex ist ja in Simbabwe aufgewachsen, seine Eltern waren Entwicklungshelfer in Simbabwe, dadurch auch die Affinität zum Soweto Gospel Chor. Und wer mal in Afrika war, ich war in Kamerun, im Senegal, in Nigeria, in Südafrika und dergleichen, der weiß, was es heißt, mit Afrikanern arbeiten zu dürfen und vor allem, welches Temperament und welche Fröhlichkeit sie mitbringen. Dort wird man
keinen sehen, der irgendwann einmal nicht ein Lächeln im Mund, im Gesicht hat. Und das ist das, was mich einfach immer begeistert hat. Und bei dir wissen wir auch, Kultur ist dein Leben, oder? Ja, Kultur ist mein Leben. Ich war natürlich noch nicht in so vielen afrikanischen Ländern wie mein Freund der Gottfried, aber dafür war ich mit 15 Jahren bei Autostopp im ersten Pink Floyd-Konzert in Wien, ohne das Wissen meiner Eltern. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal wirklich Probleme gehabt, wie ich heimgekommen bin. Ja, und mich hat eigentlich immer die Musik fasziniert. Ich habe selbst, wie ich noch jung war, mit 16 Jahren, mit meinem besten Freund Helfried Mördl, der leider schon verstorben ist, und den Mina Werner, der derzeit in Salzburg lebt, eine Band gehabt, das hat Black Angels geheißen. Wir haben zweimal beim Grazer Bandwettbewerb mit Trinity mitgespielt und haben auch gewonnen. Ja, und dann hat sich das aber natürlich irgendwann einmal aufgelöst. Jeder ist seinen beruflichen Weg gegangen, auch ich. Bin dann längere Zeit, habe ich dann am Österreichring, am alten Österreichring gearbeitet und bin eigentlich dann durch den damaligen Bürgermeister Siegwald Zähler, auf seinen Wunsch habe ich das Jugendzentrum übernommen und da haben wir dann in der kleinen Form begonnen, mit ganz kleinen Theatergruppen von Gymnasium, mit vielen Lesungen, H.C. Hartmann, Peter Torini, wer da alles dabei war, Wolfi Bauer, große Erlebnisse. Habe ich dort an Kleinveranstaltungen durchführen dürfen und auch selbst erlebt. Das war eine große Geschichte und wir haben dann dieses Haus gebaut vor 20 Jahren und das hat sich dann entwickelt. Ja. Und ich habe mir eigentlich in diesen 20 Jahren sehr viel Mühe gegeben, dass Spielberg eine Kulturhochburg wird. Alle Regionen und alle Gemeinden haben eine Hochburg und wir bemühen uns natürlich, auch weiterhin diese Kultur weiterzutragen, weil es haben da Worlds, dass wir Dave Brubeck, ein Joe Zawinul, ein Eric Burdon, nur einige von vielen, vielen Veranstaltungen, was wir durchgeführt haben in diesen 20 Jahren, waren bei uns zu Gast und es gibt mir noch immer viel Kraft und Freude, auch das weiterhin für diese Stadtgemeinde Spielberg machen zu dürfen. Das sieht man auch bei euch beiden, es leuchten die Augen, wenn ihr über all diese Geschichten erzählt. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt, es bleibt noch die Frage, was wünscht ihr euch denn zum einen jetzt auch für Voices of Spirit und zum anderen auch für das nächste Jahr, wo 20 Jahre Kultur gefeiert wird? Ja, für Voices of Spirit wünschen wir uns natürlich, dass das Publikum das annimmt, dass wir ausverkauft sind mit all unseren Konzerten auf der anderen Seite. Und auf der zweiten Seite ist es so, dass wir uns natürlich wünschen, dass es im nächsten Jahr 2015 auch weitergehen soll. Ich wünsche mir besonders für den Rudi und für mich, dass wir beide gesund bleiben, dass wir auch so weiterarbeiten können, wie wir bisher gearbeitet haben und dass wir den Soweto Gospel Choir auch 2015 mit dem Spielberg machen können. Ja, es kann Ihnen weitergeben, dass der Gottfried und der Alex gesund bleibt. Die Gesundheit ist das Wichtigste. Natürlich, die Ziele steckt man sich immer höher, wie sie dann sind, aber so die Erfahrungen, was wir in den letzten 20 Jahren mit Kultur im Zentrum gehabt haben, werden wir schon dorthin kommen, wo ich hin will und es wird wirklich, werden einige besondere Highlights nächstes Jahr bei uns zu Gast sein und das gibt es bereits im neuen Kulturprogramm zu erlesen, dass es überall gibt, bei uns im Kulturbüro Spielberg und in Old Raiffeisenbanken und Sparkassen und ich denke, dass es eine erfolgreiche Saison wird, bedanke mich natürlich beim Publikum für das Vertrauen, das was uns 20 Jahre geschenkt hat, und hoffe, dass die Veranstaltungen, die Künstler und auch das Publikum zufrieden sind und auch alle gesund bleiben und wir alle einen Spaß daran haben, dass es noch viele Jahre so weitergeht. Das wünschen auch wir euch, sagen vielen herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Ich sage auch danke. Danke.